Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder hier seid. Barbara fährt mal noch schnell Laugenbrötchen kaufen. Jetzt fangen wir mal zusammen mit einem Tanktausch an heute. Ich nehme euch gerne wieder mit. Dann wünsche ich Spaß und schöne Eindrücke. Bis dann am Strand. Ach, ich wollte ja mal probieren, ob das schneller geht. Die fahren, das Beamen. Das holen wir mal. Scotty. Beamen. Ui, da scheint es zu klappen mit dem Beam. Scotty, gute Arbeit. Mal gucken, Koordinaten. Ja, mal schauen, Barbara müsste eigentlich auch hier in der Nähe irgendwo sein. Gucken wir mal. Da ist Barbara. Wir sind jetzt in Bangtao. Beach Club. Wir sind angekommen. Wir werden uns jetzt erstmal einen Kaffee bestellen und dann schauen wir mal, nicht? Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier am Bangtao-Strand. Ich zeige euch das mal kurz vorab. Also auch hier alles schön relaxed. Da ist auch noch so eine Palme, die möchte auch ein Postkartenmotiv werden. Ja, dann zeige ich euch das mal ganz kurz. Hier ist normalerweise noch mal ein kleines Pool, Süßwasser. Und hier dann die Liegewiese für verliebt. Gehen wir mal da ein bisschen weiter. Und hier ist dann auch das Restaurant angeschlossen. Hier könnt ihr Massage machen. Können wir uns mal da durch. So, und das ist jetzt mal die Anlage. Gehen wir da ein bisschen weiter weg, weil den hier Gespräch brauchen wir nicht so belauert. Ja? Hier nicht so interessant. Das ist eine der Masseusinnen. Ja, und hier ist dann das Restaurant dazu. Wir können mal rein. Ich glaube, wenn Hochsaison ist, laufen die hier nicht so frei rum. Weil, ich sag nur Chicken. Chicken, Chicken, Chicken. สวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีค่ะขอบคุณค่ะมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่ง Leo สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Hier haben wir dann noch Außenbestuhlung. Direkt am Strand, mit den Füßen im Sand
Oh Gott, jetzt sitzen die sich genau hinter uns. Ach, und da sind Touristen, ne? Hauptsache, es kommen mal wieder ein paar langsam. So. Wir sind jetzt mal ein Stück gelaufen. So, und hier ist eigentlich so das Zentrum vom Bangtong Beach. Bangtao natürlich. Das da schauen wir uns jetzt mal genauer an, was es hier so alles gibt. Und ihr könnt dann genießen, das sage ich dann nicht viel dazu. Oh, guck mal, da ist ja Barbara, hat sich ins Wasser geschlichen. Wenn ihr jetzt mal genau schaut, das seht ihr also von der Größe her, ist der Strand, der geht bis dahin. Der ist also mindestens doppelt so breit, so lang wie Kamala. Aber ich stehe hier auch dafür in der prallen Sonne. So, schnappen wir mal Barbara und dann fahren wir mal da hinten hin. So, hier kann man sich dann schön massieren lassen. Hallo. Haben es schön und gemütlich gemacht hier, ne? So, was das gibt, weiß ich noch nicht, aber wir werden es beobachten. So, das sind die Jungs, die hier normalerweise die Gäste betreuen. Wenn keine da sind, spielen sie Billard. Das hier ist ihre Kneipe. Verdächtige Fahne.
Ich glaube, hier werden abends Naturprodukte genossen. Naja, auch dafür gibt es schlimmere Plätze. Schaut mal den Strohhalm. Kein Plastik. Passen Aschenbecher dazu. Auch kein Plastik. Barbara lässt es auch wieder schmecken. Genieße es, mein Schatz. Der ist gut. Der ist gut, sagt sie. Das sagt sie selten. Ich glaube, jetzt wünscht sie öfters hier leer. Der Strand ist total tot, Schatz. Ist ja gar nichts los. Nee. Die Leute fehlen, ne? Aber der... Ja? Ja, dann fahre ich aber nicht, weil dann wird es spät hier. Weil hier kannst abends, machen sie dann auch einzelne Lagerfeuer an und Grillflächen und dann wird der Fisch auf den Grill geschmissen. Ein Barbecue gibt's und ach, was weiß ich noch alles. Schaut mal, so sieht Stress aus. War Spaß, ich fühle natürlich mit euch. Aber ihr habt ja auch bald wieder Urlaub. Stress pur, ja. So, dann ist hier nochmal ein schönes Lokal, wo fast nur ganz im Schatten ist. Da gehen wir jetzt nochmal hinschauen und da noch was Schönes zu schauen ist. Das wäre jetzt bestimmt was für einige von euch, ne? Schön Pina Colada hier am Strand. Schauen hier, das ist eines der wenigen ganz schattigen Restaurants. Hier ist dann, wenn was los ist, spätestens ab 2 Uhr ist hier dann die Hölle los. Weil da ist ganz Bang Tao Strand kaum noch Schatten. So, ich entdecke gerade 3 Urlauber. Oder 2, ich weiß es noch nicht. Is this your chicken? No. I say to my customers, I have here the first 3 tourists. He's a resident here, I think. Ah, he's a resident. Cool. Enjoy. Thank you. Ja, jetzt gehen wir noch mal da runter. Machen noch mal einen Rundumblick. Und dann könnt ihr noch mal genießen. Das ist eine Rückenlehne. Alles in Thais, das sind einfach lauter MacGyver. Cool gemacht, ne? Und das ist alles Holz, wo hier angetrieben wurde. Abends hier noch schön beleuchtet. So, eins habe ich heute, glaube ich, noch nicht gesagt. Einfach nur cool. Dieses Restaurant hier mit viel Schatten heißt Number One. Deswegen sind auch die ersten Touristen da. Okay, das war's dann für heute. Ich mache jetzt hier noch eine Runde und dann schauen wir mal weiter. Ne? Das wird es dann von hier gewesen sein. Ich probiere mal später, ob das mit den Beamen wieder klappt. Hab ja keinen Roller dabei. Ne? Okay, bis dann erst, wa? Bye bye, guys. Bye bye. Have a good day. Have a good one. Thank you. So, mit diesen Bildern möchte ich mich auch für heute mal vorerst verabschieden von hier. Barbara will uns auch. So, das war's dann erstmal für heute.
Wir waren jetzt hier an der Easy Bar und heute möchte ich mal ganz besonders Caro und Longo grüßen von Herzen. Die wissen warum. Und natürlich mal Bianca und Sascha. So, und jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Beam klappt. Ne? Scotty, beamen. Hi, das klappt ja prima mit dem Beamen hier. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Barbara war ja mit dem Roller gefahren. Die müsste auch gleich kommen. Ich bedanke mich mal für euer Interesse. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Wenn, dann Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Ihr verpasst dann auch nichts. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, sagt es euren Freunden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.